Ich bin Wiederholungstäterin. Ich bin schon wieder hier am Schloss Sanssouci. Ich mache jetzt mal den Schwenk für euch runter zum Springbrunnen. Einige Statuen haben schon ihr Winterhäuschen verloren. Am Springbrunnen sind sie noch vorhanden. Was ich euch eigentlich zeigen möchte, und zwar der Schriftzug hier. Sanssouci. Warum steht das nicht zusammen, sondern warum ein Komma? Also Sanssouci heißt ja ohne Sorge. Und Sans mit dem Komma, ohne. Und Souci ist die Sorge. So, der linke Teil, also der Sans-Teil, war für die Besucher gedacht. Und der andere Flügel, also Souci, die Sorge, das war der Arbeitsbereich von Friedrich Wilhelm II. Friedrich Wilhelm II., der hat hier gearbeitet, das ist also der alte Fritz. Und ich gehe jetzt mit euch mal zu seinem Grab. Hört sich komisch an, aber ich will euch dazu was erzählen. Also, das ist der Sorgenteil, seine Arbeitsgemächer. Und von den Arbeitsgemächern hatte er einen Blick auf diesen grünen Sonnenpavillon. Und in diesem Sonnenpavillon steht eine Statue von einem Jüngling, eine Marmorstatue oder ist es Bronze? Ich weiß nicht, muss ich gleich mal schauen, weil, naja, Gerüchten zufolge hatte der alte Fritz eine Vorliebe für Jünglinge. Das hat auch eine Ursache, die möchte ich jetzt aber nicht weiter erklären. Also das ist der Jüngling, nee, das ist eine Bronzefigur, ist nicht Marmor. So, also der Blick auf diesen Jüngling aus den Arbeitsgemächern, ja? So. Ihr Süßen, ich bin's. Ja, ich habe jetzt einen sehr schönen Tag mit einer anderen Freundin verbracht. Hier in Potsdam, heute war wunderschönes Wetter, also so um die 20 Grad. Es war heute Mittag, als ich das filmen wollte, voll von Menschen, schwarz von Menschen. Also es war kein Film möglich. Hier laufen immer noch ein paar Touristen rum. Und ich gehe jetzt mit euch mal zu dem Grab. Das ist nämlich ganz interessant, was es mit diesem Grabstein auf sich hat. Ich drehe das mal rum. So, das ist der Grabstein vom Friedrich Wilhelm dem Großen. So, warum liegen hier Kartoffeln? Tja, Friedrich Wilhelm IV. Hat die Kartoffel nach Deutschland gebracht. Da ist er. So. Also, jetzt bin ich im Dunkeln. Die Kartoffel. Und das war witzig, die Bürger haben natürlich die Kartoffel gar nicht angenommen als Lebensmittel. Und da hat er sich eine List einfallen lassen. Und zwar wurden die Kartoffeln in so Körben, also an Wegrändern, platziert und daneben Wachpersonal. Der hat ja diese großen Jünglinge. Vom alten Fritz kennt er ja vielleicht die Anekdoten. Und die Kartoffeln wurden bewacht. Und da dachten sich die Bürger, ja, also wenn es bewacht wird, dann ist es ja was Besonderes. Dann mopsen wir uns die mal heimlich, probieren mal, was ist das? Und man wusste nicht, dass man die Dinger kochen kann. Also anfangs waren sie ungenießbar, roh. Und irgendwann wurde dann des Deutschen Liebe für die Kartoffel entdeckt. Aber die Kartoffeln nach Deutschland hat der alte Fritz gebracht. So. Der alte Fritz hatte keine weiteren Nachkommen, weil er auch nicht verheiratet war. Das waren dann irgendwelche anderen Seitenstränge, wo dann die Nachkommen herkamen. Und jetzt wollte ich mit euch nochmal ganz gerne zum Sizilianischen Garten gehen. Und da mache ich jetzt nochmal die Kamera aus, weil das ist doch ein relativ weiter Weg. Aber ihr wolltet ja so ein bisschen nicht so viel Tourikram haben. Hier ist natürlich gut Tourikram, logisch, weil es das Schloss Sanssouci ist. Und täglich, also tausende Menschen hierher strömen. Abends ist die Stadt relativ leer wieder, weil dann die Touristen wieder in die Busse verfrachtet werden und die schlafen meistens in Berlin. Und Potsdam hat das Problem, dass die Hotelauslastung nicht besonders ist, weil die meisten schlafen in Berlin und kommen nur stundenweise nach Potsdam. Aber es ist insofern schön, dass Potsdam wieder so dieses Zauberhafte, dieses Märchenhafte am Abend versprüht. So, ihr Süßen. Ich mache jetzt gleich nochmal den Sizilianischen Garten für euch. Ciao.